Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Wir sind heute wieder in die Pilze. Wir haben Samstag, normalerweise gehe ich überhaupt nicht Samstag in die Pilze, weil da sind ja zu viele Leute im Wald. Und naja, aber wir machen es heute mal ausnahmsweise. So, wir sind wieder in einen anderen Wald gefahren, hier unten an der Kerspe, am Kerspebach. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier finden. Ich bin ganz optimistisch, denn vor 3 Tagen waren wir sehr erfolgreich. Und heute werden wir es auch sein. Mit dabei habe ich die Gabi. Hallo. Hi. So, und sie hat auch ihr Körbchen dabei. Ist auch sehr optimistisch. Und das werden wir jetzt füllen. Ja, so unbekannt ist dieser Wald nicht. Aber hier wachsen wunderbare Brombeeren. Die kann man essen, weil sie sehr hoch hängen. Kommen da keine Fuchsbornwürmer dran. Ja, jetzt wollen wir hier mal den Wegrand gut absuchen. Hier so am Laubwald können sich immer welche verstecken. So, jetzt gehen wir hier mal in dem Hang entlang. Ja, hier habe ich letztes Jahr viele Pilze gefunden. Ja, vielleicht erkennt ihr ihn auch jetzt wieder. Ja, jetzt sind wir hier in einem hohen Fichtenbestand und gehen mal hier durch. Also hier könnten Maronenröhrlinge stehen. Gucken wir ganz einfach mal. Hier kommt ein Perlpilz aus dem Waldboden. Ich drehe mir raus. Der wandert natürlich ins Körbchen. Ja, hier haben wir einen Grünknollenblätterpilz, was ganz hervorragendes. Und hier kommt auch einer raus. Die lasse ich drin, denn jeder Pilz ist für den Wald wichtig. So, hier steht im Hexenring Semmelstoppelpilze, und zwar richtig große. Ich werde mal einen rausnehmen, das ist nämlich ein hervorragender Speisepilz. Und man kann schön die Semmelstoppeln unter dem Hut erkennen. Ja, dieser Pilz hier mit dem schwarzen Stiel, der hat auch schwarze, unter dem Hut ist er auch schwarz. Das ist ein Porphyrröhrling. Der ist leider ungenießbar, deshalb bleibt er auch im Wald. Auch hier an der Kerspe wachsen die Trompetenpfifferlinge. Auch mitten hier im Hohenwald. Ja, die Gabi ist ja fleißig am Ernten. Ja, eine kleine Marone. So, hier war ich schon lange nicht mehr. Hier stand letztes Jahr alles voll mit kleinen Pfifferlingen in diesem Wald. Ja, hier vorne kommen ein paar raus, aber das ist ja wirklich ein Witz. Der da vorne ist schön. Den kann man mitnehmen. Gabi wird sich jetzt diese Pfifferlinge wird jetzt ernten. Ja, Oma, geht doch. Da schmeißt er. Ja, hier steht alles voller Pfifferlinge. Haben alles nur sehr kleine. Sowas mehr für Soßenfried. Hier steht etwas größere hier, Gabi, guck. Da siehst du sie, da unter dem Baum, rechts von dir. Ja. Also dein rechts. Dein links, mein. Mein links, ich wollte gerade sagen. Genau. Ja, die ganz kleinen würde ich gar nicht mitnehmen. Die verlieren sich hinterher im Gericht. Ja, das ist schon die Größe, die man mitnehmen kann, wo ich hier gerade vorhucke. Ja, da schaut die Gabi nicht schlecht. Ich glaube, Pfifferlinge hat sie hier im Wald, im Sauerland noch nicht gefunden. Nein. Ja. Geh mal rechts rüber jetzt. Da sind. Da stehen sie da auch. So, die lila Beflockung von diesen Pilzen, das ist die Unterart Amethysta, weil die haben eine amethystfarbene Beflockung. Ist aber auch ein Cantarella cibarius. Ja, das ist ein Raufuß, das kann man erkennen an der schwarzen Beflockung des Stiels. Also gehört zu den Rotkappen. Das ist ein Birkenpilz, obwohl er hier an einer Fichte steht. Aber die Birken sind hier in der Nähe, da wachsen die Birken. Hier ist der nächste.
Ja, wie gemalt eine Marone. Sie hat mich gerade schon genaht, es wäre ein Steinpilz. Es ist aber kein Steinpilz. Wenn man den jetzt so besieht, eindeutig eine Marone. Ja, hier haben wir wieder so ein Cluster Trompetenpfifferlinge gefunden. Es sind auch wieder goldstielige. Cantarella tubaiformis. Aurelius. Ja, keck guckt hier ein Steinpilz aus dem Boden. Drehen wir wieder raus. Hier ein Cluster großer Pfifferlinge. Ja, also hier der Wald, der steht wirklich voller Pilze. Wirklich voll. Ja, das sind auch wieder Trompetenpfifferlinge. Und zwar diesmal in einer schönen Größe, die es sich lohnt abzuernten. Aber ein bisschen alt sehen auch aus, oder? Hm? Trocken, ja, lass die mal stehen, die sind zu dröch. Ja, hier vorne, da ist ein schöner Junge hier. Ja, genau. Ja, steht alles voll. Hier wieder Pfifferlinge, kleine. Da. Ja, das ist ein Fichtenblutreiz, gell? Den packe ich mir natürlich auch ein. Muss man nicht mit, da bricht die Gabi durchs Gehölz, weil sie hat hier gerade Pfifferlinge entdeckt. Die wird sie jetzt auch hemmungslos abtrüffeln. Ja, da vorne wachsen auch noch welche. Faulig. Oh, schön große, ne? Mhm. Oh, hier, guck mal, den kannst du mal zeigen, welche Größe die erreichen können hier im Laubwald. Ne, das ist ja schon was Prächtiges. Guck mal. Ja, der geht ja schon ein bisschen auseinander. Das macht nichts. Pfifferlinge werden ja nicht schlecht. Ja, normalerweise ein Sommerpilz, stehen hier aber immer noch Scheidenstreiflinge. Nicht? Durch seine Verwandtschaft mit dem Kaiserling ist das natürlich ein sehr guter Speisepilz. Den werden wir auch nicht stehen lassen, den werden wir auch mitnehmen. Ja, hier an einer Fichtenwurzel sind zwei Frauentäublinge, oder Speisetäublinge. Wenn man die mal rausnimmt, ganz vorsichtig, ja, die sind ziemlich feste, filmen und pflücken, das ist eins. Ja, cremefarbene Lamellen. Ganz typisch. So, da haben wir sie. Ich werde sie aber noch probieren, weil den Harlekin-Täubling sollte man immer probieren. Ja, hier noch ein Scheidenstreifling, dann sagt man gelber. Sein lateinischer Name Amanita crocea leitet sich von dem Krokus ab, von dem Safran-Krokus, weil man hat früher die Huthaut abgezogen, bevor man den verspeist hat, sollte man heute auch machen. Und hat die dann getrocknet und hat Safranersatz genommen. Also daher der Name. Noch ein Speisetäubling. Aber wenn man darauf achtet und keine alten Pilze sammelt, dann ist das schon in Ordnung. Ja, das macht schon Spaß. Ja, dieser Wald wird euch aus anderen Filmen schon bekannt vorkommen. Hier hatten wir die Scheidenstreiflinge gefunden. Aber diesmal gehen wir hier rein, um Pfifferlinge zu suchen. Hier so Laubwald mit ein paar Eichen drin. Das ist immer gut für Pfifferlinge. Hier gehen wir mal durch. Da werden wir sicherlich welche finden. Ernten. Nein, das Körbchen. Ja, guck mal. Wird immer voller, du. Das sag ich dir. Wer soll das alles Ja, wunderbar. Da oben, da steht noch eine ganze Gruppe. Scheidenstreiflinge. Ja. Mal schnell hinlaufen. Dann kann ich die Gabi
filmen. Komm mal her. Ja, na lass es erst mal. Warte mal. Schön zu erkennen, die Scheide unten. Richtige Prachtexemplare. Schöne junge Prachtexemplare. So, diese Schneise, wo wir jetzt hinkommen, die ist mir bekannt als die Pfifferlingsschneise. Und da werden wir auch Pfifferlinge finden. Und ich denke auch nicht zu knapp. Gehen wir mal hier rein. Wir werden gleich die ersten sehen. Da wachsen schon welche. Die Flinkhufige Gabi wird den jetzt ernten. Genau, die habe ich ja vorhin schon entdeckt. Die nicht, du hast weiter unten welche gesehen. Ja? Mhm. Ist ja nicht zu alt? Der ist nicht zu alt. Weil er so grau ist? Nein, nein, über nicht. Ja. Pfifferlinge an Pfifferlinge. Hier stehen auch wieder welche. Ja, diese Pilze, die so aussehen, als hätte jemand ein Kissen festgetackert auf einen Baumstumpf, die heißen so ähnlich aus, nämlich Polsterpilze. Ne, diese schöne weiche Oberfläche haben, wie so Polster. Ja, schön zu gehen hier. Was wächst denn da? Nein, das ist ein gammeliger Pilz, das ist ein Fichtenblutreizgerre, da steht. Na, hier so an den Wegrändern, das sieht dann immer gut aus mit den Pilzen. Dann braucht man nicht so durch den Wald zu hetzen. Man kann hier quasi im Stehen pflücken. Auch zu den Pfifferlingen, zu den Pfifferlingsartigen gehört dieser Pilz, das ist der orange-rote Leistling. Wenn man den rausnimmt, der wird also nicht viel größer, aber der ist orange-rot und die Leisten unter dem Kopf, wenn man so guckt, ja, die sind viel enger zusammen, die stehen viel enger zusammen. Auch ein Speisepilz. Noch ein paar goldstielige Pfifferlinge. Sie wandern ins Körbchen. Speisetäubling heraus. Pflück. Ja, also ein bisschen sauber machen. Zeig ich mal. Ja, wunderbar. Ja, mir ist gerade der Fund eines ziemlich großen, orange-roten Leistlings geglückt. Man kann auch schön sehen, die Leisten sind viel enger als beim Pfifferling. Ja, aber schöne Größe für ein orange-rotes. Wir haben einen kleinen Bestand mit Stieleichen und Birken. Da gehen wir jetzt einfach mal durch und lassen uns mal überraschen, was für Pilze wir hier eventuell finden oder auch nicht. Na, da steht ein großer Pilz, das sieht aber aus wie ein grauer Wulstling. Sehen wir mal um, Gabi, der da steht, der große. Das war ein Birkenreizling, den du da hast. Ja, das ist ein grauer Wulstling, den kannst du gleich stehen lassen. Na, ziemlich trocken auch hier. Das ist ein Birkenreizker, der ist auch nicht gut. Ja. Gehen wir mal weiter gucken. Ja, das war mal nix, das war ein Satz mit X. Aber hier kommen wir wieder in einen Fichtenbestand. Da dürfte ich wieder was geben. Und Gabi bricht durchs Gehölz. Ja, hier wieder so ein paar Pilze, die wahrscheinlich für Mykologen interessant sind. So eine richtig flammrote Porlinge. Flammrote Porlinge auf einem Birkenstamm. Ja, auch mal ganz beruhigend zu gucken, das Wuseln der roten Waldameise. Ja. Ja, wenn man jetzt hier so rechts noch so guckt an den Hängen, da kann man natürlich dann auch noch so Pilze entdecken. Aber wir haben natürlich schon reichlich gefunden, wenn man so guckt. Und auch die Gabi hat ihr Körbchen voll. Ja, das ist also gar nicht mal so unübel. Ja, hier steht ein Steinpilz direkt am Hang. Der wird auch prompt gepflückt. Ja! Schönes Kerlchen. Yes.
stehen knallrote Pilze, so orange-knallrot. Ja, sehen gut aus. Ja, wer weiß, was das für welche sind. Der kann mir ja mal schreiben. Nicht so. Ja. Ja, hier ist ein Birkenpilz. Der ist auch noch schön fest. Der wird mitgenommen. Ja, hier haben die Wildschweine gewütet. Was heißt gewütet? Sie sind ja schön, hier kann man auch schön sehen, die Schnauzenabdrücke, wie die mit dem Wurf immer, wie man hier durch den Waldboden geflügt sind. Ja, was die hier genau gesucht haben, das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme an, dass die auch alle Pilze waren. So Leute, die Sammeltour ist jetzt zu Ende und wir sind ganz zufrieden. Wir haben gut gefunden. Wir haben alle volle Körbchen. Ja, Steinpilze, sogar Anis-Champignons haben wir dabei. Wir haben Pfifferlinge, orange-rote Pfifferlinge, Speisetäublinge, Perlpilze, wir haben Birkenpilze dabei. Ja, wir haben Ziegenlippen und auch ein paar schöne Steinpilze. Also, das lässt sich sehr gut an. Und das werden wir uns also zu Hause schmecken lassen. Genau. Und der Gabi, der hat auch gefallen. Top. Ja. Und ich sage wieder tschüss, bis zum nächsten Mal, wie es wieder heißt, mit Charlie in der Pilze. Tschö.